Im Fall des Berliner U-Bahn-Treters hat die Polizei jetzt Kontakt zu den bulgarischen Behörden aufgenommen. Das berichten mehrere bulgarische Zeitungen. Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine 26-Jährige in einem Berliner U-Bahnhof hat die Polizei den Hauptverdächtigen identifiziert. Festnehmen konnte sie ihn nicht. Er soll sich in seiner Heimat Bulgarien abgesetzt haben. Vermutlich ist er geflohen, nachdem die Fahnder einen seiner Begleiter verhörten. Dabei soll es sich um den jüngeren Bruder des Täters handeln. Sprechen wir darüber. Telefonisch uns aus Sofia zugeschaltet, Dimitar Muftjew. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben ja gerade berichtet, dass mehrere bulgarische Zeitungen wiederum auch über diesen Fall berichten. Was weiß man denn in Bulgarien über den Täter? Ja, also seitdem bekannt wurde, dass der Hauptverdächtige ein Bulgare sein könnte, seitdem beherrscht das Thema auch die Schlagzeilen in Bulgarien. Vor allen Dingen das Fernsehen hat jetzt darüber berichtet, ein bulgarischer Fernsehsender hat den mutmaßlichen Täter bereits ausfindig gemacht und es wurden auch schon Fotos von ihm veröffentlicht und nach Angaben des Nova Televizija, so heißt der Fernsehsender, handelt es sich um Svetoslav Stoikov, 26 Jahre alt, aus der Schwarzmeerstadt Varna. Er wohnt dort in einem der Roma-Viertel und seine Eltern, die sich in Varna um seine Kinder kümmern, in seinem Haus, haben vor der Kamera von Nova Televizija gesprochen. Sie wissen angeblich nichts von der Tat in der Berliner U-Bahn und behaupten, dass der Sohn und seine Frau, mit der er in Berlin ist, sich noch immer in Berlin aufhalten. Weiß man denn, was er in Berlin getan hat? Ja, also er soll nach Angaben seiner Eltern als Bauarbeiter gearbeitet haben und seine Frau hat als Tellerwäscherin in einem Restaurant gearbeitet. Wie geht es nun von Seiten der bulgarischen Behörden weiter? Es gibt ja offenbar ein Hilfsersuchen aus Deutschland. Das heißt konkret, wie agieren die bulgarischen Behörden in dem Fall? Also es gibt noch keine offiziellen Informationen, aber soweit ich weiß, gibt es also einen europäischen Haftbefehl, der ausgestellt wurde gegen ihn und höchstwahrscheinlich, wenn er gefasst wird, wird er nach Deutschland ausgeliefert. Herr Muftjew, ich bedanke mich für das, was Sie uns an Informationen über diesen Fall geben konnten. Ja, gerne.